Ja, und die ist auch schon wieder ran. Nintobi mit Donkey Kong Country 3. Im letzten Part haben wir die Baboon-Bucht abgeschlossen und in diesem Part geht's weiter mit Mechanos und im Feuerballknall. Okay, ach, das sind die Eulen, genau, die hier die ganze Zeit rumschießen. Okay, macht ja Sinn, deswegen Feuerballknall. Ja, warum schießen die auf uns? Die sehen eigentlich total freundlich aus, ne? Sind sie aber nicht. Okay. Na, jetzt wird es wieder ein bisschen fabrikig. Ui, das war knapp. Jetzt kommen sie uns hinterher. Wir sind nicht nur unten angebunden, wir können auch nach oben fliegen. Junge, jetzt, ja, es ist richtig hier. Wie hoch denn noch? Oh Gott, jetzt schon Checkpoint. Und kein Bonuslevel. Au. Arschloch. Fuck. Da links wäre was. Ah, verdammt, okay, gut. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, ey, vielleicht kriege ich noch irgendwo Kitty, aber... nee, offenbar nicht. Nochmal. Nee, dann lass mal Kitty zuerst. Das war jetzt zum Glück gleich hier. Okay, da ist es. Boah. Ja, das ist immer ein bisschen blöd, wenn man es nicht sieht, ne? Besiege alle Gegner! Boah, ein Squitter, ne? Das erste Mal, dass wir hier Squitter sehen in dem Projekt. Cool. Sehr gut. Ja, Mann, das Squitter ist geil. Oh, da ist Squitter auch schon wieder weg. Alter, genau. Okay, da oben ist irgendwas. Das wird sogar durch die Banane gekennzeichnet. Boah. Ach so, geht das nicht. Da muss man den von hier werfen. Okay. Hey, warum? Egal. Bonus was? Schnapp dir 15 Bananen. Boah, natürlich. Ja, war so klar. Ach. Genau. Geht's noch weiter weg von mir? Ich kann kotzen. Ich hasse es. Oh, Mann, Dixie, Alter, mach jetzt keinen Scheiß. Oh, Alter, ich hasse es. Ich hasse grüne Fickbananen. Und im Spiel auch. Genau, Alter, der dreht richtig frei. Okay, zwei Bonuslevel. Da oben ist Coin. Trifft nicht. Sehr gut. Hier. Gut, dann haben wir den jetzt wenigstens auch. Oh, ey. Wobei der Level ja irgendwie cool ist, ne? Ja, ich wollte nicht so weit nach links, Mann. Ist egal, komm raus hier.
Alter! Oh, man erkennt es auch immer nicht so genau, wann es jetzt trifft und wann nicht. Aber ich glaube, das war's. Oh, ein Glück. Bloß raus hier. Bloß raus hier. So. Bazookas Baracke. Gestorben gestanden, Kitty. Leutnant Bazooka nimmt die Parade ab. Weggetreten. Ich habe im Krimkrieg meinen Mann gestanden, die dicke Dora und ich. Wir waren einfach unzertrennlich. Wer die dicke Dora ist, sie war die größte und stärkste Kanone im Land. Eine wahre Schönheit. Ach, einmal noch einen Schuss mit ihrem Feuer, doch sie braucht besondere Munition. Okay. Das war ein deutscher Bär, ne? Deutscher geht's gar nicht. Kanalrohr Terror. Ach ja, stimmt ja, ne? Also wir haben ja keine Lorenfahrt mehr und auch keine Achterbahnfahrt mehr. Wir haben jetzt was anderes. Und zwar hier so ein Ding. So ein Schlitten, sage ich mal. Passt. Und die Level sind wirklich in der Tat sehr viel schwerer als die anderen. Da muss man erstmal wieder klarkommen. Ja, wenigstens haben wir fast die Hälfte an Münzen, die wir brauchen. Für den Spiegel. Ich muss jetzt mal gucken, wo genau. Hier oben drin. Oh Gott, da ist was. Da musste jetzt Dixie mal geopfert werden. Besiege alle Gegner. Oh Gott, das war nicht einfach. Okay. War doch einfach. Ja, jetzt muss ich hier zeigen, ne? F-Zero und so. Warum trifft das? Ich hab gedacht, der ist so weit oben, dass ich nicht springen brauche. Na, offenbar ja nicht. Nee, so schlimm. Die Level machen Spaß, weil sie kurzweilig sind. Und im Grunde ist es eigentlich auch nur ein auswendig lernen. Scheiß drauf. Na, dann stirbst du jetzt einfach. So. Ja, komm. Mach mal Checkpoint jetzt. Danke. Okay. Leute, ne? Ein bisschen konzentrieren. Ach, fuck! Da unten war's! No, ich muss sterben. Oh, ich hab so drauf geachtet, ne? Die ganze Zeit. Weil ich wusste, in irgendeinem dieser Löcher muss man sich fallen lassen. Da ist nämlich eine Banane drin versteckt und da ist ein Bonuslevel. Ich hab's gewusst, Mann. Ah. Ich wusste nur nicht mehr, wann's kommt. Ich werde es jetzt wahrscheinlich auch wieder nicht wissen. Ich war gerade so im Tunnel. Ja, ich habe leider das Decay-Fassette nicht bekommen. Hier. Genau. Nach dem Käfer. Sammle 20 Sterne. Den Arsch offen? Ja, immerhin. Okay. Ja, ich hab schon fast gedacht, Alter, das wird nix. Ein Leben bekommen und gleich wieder verloren. Wenigstens hat die Fabrikwelt nicht allzu viele Level. Aber man merkt jetzt schon eine deutliche Schwierigkeitssteigerung. Wir kommen hier halt wirklich von allen Donkey Kong Country Teilen bislang am wenigsten souverän durch. Aber das habe ich mir schon fast gedacht, dass das so kommt. Weil nochmals, ne, diesen Teil habe ich halt auch privat damals als Kind nicht besessen. Erst durch Emulation bin ich damit in Kontakt gekommen und dann später habe ich es mir nochmal im Original gekauft.
Aber wir haben es geschafft. So, da hinten steht unser Kumpel. Genau, weil das hat nicht getroffen. Da haben wir einen Spawns neu. So, und das war's. Raus hier. So, wir haben eigentlich gut Münzen bekommen in den Level. Das muss man hier wirklich mal sagen. Rege Säge. Ach du Scheiße, ja, das ist ein Waldlevel. Ne, rege Säge. Ich glaube, das ist ein Level, an den sich viele Leute erinnern. Wenn sie sich an Donkey Kong Country 3 zurückerinnern. Kann ich nachvollziehen. Das ist auf alle Fälle mal eine Idee. Okay. Oh, wow, was? Bonuslevel? Ich hab gedacht, das ist der normale Weg hier. Gar nicht nervös werden, gar nicht nervös machen lassen. Einfach durchziehen. Okay. Haben einfach mal einen Bonus-Level jetzt empfunden, obwohl ich gedacht habe, da muss man lang. Passiert auch nicht oft. Okay, das war ein Checkpoint. Ich gerade die wunderbar dicken jetzt schon wieder erreicht habe. Gut, also ich gehe mal auch davon aus, dass Coin nicht erscheinen wird, solange die Säge da unten aktiv ist. Weil wie willst du denn das machen? Oh, ich glaube, ich muss niesen. Nein. Oh, sorry. Oh. Eieieiei. So. Schnell, schnell, schnell. Nein, 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 da ist ein Fass. Oh. Okay, dann machen wir so. Damage boosten. Schnapp dir 15 Bananen. Na ja, klar, natürlich. Wie kann es anders sein, Alter? Seid so scheiße, ne? Doch hier wäre es wirklich ganz gut, keine einzige Banane auszulassen. Ey. Ich hasse euch, ne? Ah. Okay, immerhin. Immerhin geschafft. So, was ist denn da unten? Okay. Ja, passt schon. Okay, und jetzt haben wir hier das Fass und dort ist unser Kumpel. Sehr gut. Und raus hier. Wir haben alles. Schöner Level. Schöner Level, ne? Wie gesagt, viele Leute werden sich an den immer wieder zurückerinnern. Speicherhöhle. Mal gucken, wie viel Prozent wir jetzt schon haben. So. Wie viel sind's? 44%. Also fast die Hälfte. Ich würde sagen, wenn wir Mechanos fertig haben, dann haben wir auch so die Hälfte ungefähr. Furioses Flintenfeuer ist viel mit F, ne? Viele Levelnamen fangen hier mit F an. Ach so. Ja, doch, ich erinnere mich an euch. Ne? Das ist quasi, wie man das Level machen soll. Okay, warum? Warum soll ich da rein? Was ist da oben? Ja, auf die kann ich aber nicht rauf, weil das waren TNT-Fässer. Okay, Squitter nicht erlaubt. Squitter haben wir noch nicht mal gesehen.
ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht. Komm mal her. Nee. Warum? Dixie, flieg mal da rechts hin. Okay, da ist nix. Warum ist hier Squitter? So ein Squitter-Zeichen. Ich glaube, das war nicht cool. Okay, das war jetzt nicht so schlau. Ah, ist Squitter bei ihm drin. Ey, jetzt bin ich auch da drin. Kann ich jetzt wieder mal zurück? Wir wissen, was hier oben ist. Aha. Das war arschgemein. Aus dem Off einfach ein TNT-Fass angeschossen. Also bitte, Leute. Checkpoint hatten wir nicht, ne? Nee. Wollte gerade sagen, wir waren noch nicht weit. Ach, fuck it. Was soll denn das jetzt? Ich glaube, ist auch der letzte. Nee, der vorletzte Level. Der vorletzte Level, Mechanos. So. Darf ich jetzt was machen, ja? Hätte schon wieder fast nicht geklappt. So, wir machen das jetzt einfach mal ganz ruhig. In dem Moment kommt wieder so ein Fieder um die Ecke. Ich habe gesagt, ganz ruhig jetzt. So, scheiß aufs Car. Sehr gut. Okay, den brauchen wir. Damit können wir den halt wegfetzen. So ist das eigentlich gewollt. Gut. Ja, man hätte es auch so machen können. Ja. Ist ja in Ordnung, Leute. Finde die Münze. Das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So, wir sollen die ja nicht töten, ne? Wir sollen sie ja finden. Ja, okay. Wahrscheinlich haben sie das mit Absicht gemacht, damit man abgelenkt ist, ne? Weil die ganz genau wissen, man liest es sich zwar durch und ich singe das auch immer mit, aber ich verinnerliche das nicht halt, ne? Was wir jetzt machen müssen. Ich mach's halt einfach. Halt mal, warte, ich soll da oben hin, aber was ist denn. Okay. Da war einfach mal Coin. Ach so. Hier, Stahl. Hast du noch Stahlfässer? Nee, hat er natürlich nicht mehr. So, schieß deinen Scheiß. Also. Geil. So, von TNT auf normal. Na, ja, das ist hier quasi, ne, wenn du halt Squitter nicht hast. Oder für den Checkpoint eben. Squitter kommt jetzt auch erstmal weg. Okay. Oh. Okay, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Okay, nach da links. So. Das ist gar nicht mal so leicht, ne? Muss man sich wirklich konzentrieren. Okay, da ist nix. Mal. Stopp. Nee, anders. Ich weiß nicht, was wir machen müssen.
Wir machen es anders. Oh, Alter. Okay, so sollte man. Also, so hätte man es machen können, wie ich jetzt gerade, aber man hätte es auch anders machen können. Oh, Alter, dass das jetzt nicht gezählt hat, ne? Eigentlich hätte er mich total in den Kopf gerade geschossen, aber irgendwie stand ich in ihm drin, hinter der Hitbox. Also, wow. Ja, okay, dafür hat das jetzt getroffen. Na, dafür haben wir den Bonus-Level, immerhin. Oh, so leicht ist der Level wirklich nicht. Wir haben alles, ne? Ja, wir haben Coin und wir haben die Bonus-Level. Sehr schön. Wir müssen nur noch den Level jetzt beenden. Wir kommen als Quitter wieder. Okay. Habe ich gar nicht gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, jetzt kommen wir als Kongs wieder. Okay. Ich meine, ich beschwere mich nicht, weil Quitter ist cool. Und wir kriegen jetzt eine extra Silbermünze dafür. Zack. Ach, ja. Gedankenfehler. Das ist ja schon hart schwierig jetzt. Also für Level 4, also Welt 4, sage ich mal. Ich glaube, die gehen davon aus, der Donkey Kong Country 3 spielt, der hat die anderen Teile halt auch gespielt, ne? Scheiß drauf. Ah, schnell! Okay, sollen wir runter? Tatsächlich. So, ihr könnt Ende machen. Bitte. Ne, machen sie noch nicht. Oh, Sten, spring doch ab, du fette Affensau. Ist egal, wir sind durch. Wir sind durch. Oh, Alter, was ein Level. Laues Labyrinth. Okay. Ach ja, hier ist die Schwerkraft verringert. So ein bisschen Mondphysik, wenn man will. Das ist hier noch nicht das Problem. Es gibt später noch ein Level, was zum Problem wird. Ich glaube, da sind nur Bananen. Ich glaube, das hat rein gar nichts zu bedeuten, da rechts. Und wenn doch, dann hole ich da einfach dann nächstes Mal das, was da drin wäre. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, da waren nur Bananen drin. Uiuiuiui. Ah, guck mal da oben. Geht das? Nee. Da zeige ich euch jetzt, wie man da rankommen soll. Und zwar hier. Mit unserem Kumpel. Der Lidern des Quox, den kennen wir noch aus Teil 2. Allerdings kann er jetzt auch mit den Flügeln schlagen und nach oben zu kommen. Er kann allerdings keine Cracker mehr ausspucken. Oder Eier oder was auch immer das sein soll. Okay, mehr ist hier nicht. Okay, na wenn das alles ist hier, dann alles cool. Es ist halt nur ein bisschen träge in der Steuerung. Aber trotzdem kein Problem. So, immerhin Checkpoint hier. Immerhin das. So, genau. Mit Y kann er auch hier Fässer tragen und kann die auf Gegner werfen, wenn er sie treffen sollte. Okay, das spawnt auch nicht neu. Ist in Ordnung. Wir kommen auch so durch. Komm, das Fass behalten wir mal. Con. Donkey Kong. Okay.
Du da unten gehst übelst ab, ne? Du hast doch da irgendwas zu verstecken. Wir werden es nie erfahren. Aber ich glaube, ich hätte ein Fass von links holen können. Ich glaube nicht, dass ich das Holzfass bis dahin mitnehmen müsste. Ich glaube nicht. Ich meine, ich könnte es probieren. Das hier ist auch eine Stelle, ne? Ist nicht so einfach zu erkennen. So, Achtung, da ist ja noch eine Biene. Ne? Ich glaube nicht, dass man das mitnehmen muss, oder? Bis dahin? Nee. Also zur Not könnte ich Damage boosten. Ist eigentlich ein bisschen doof, dass man sich auf sowas hier verlassen muss. Nur auf so eine Taktiken. Ich mag das nicht. So. Ach, guck mal, da haben wir ja auch ein TNT-Fass. Aber brauchen wir nicht. Wir kriegen das auch so hin. Ha! Okay, wir hätten erst zu der Biene da oben fliegen können, das TNT-Fass holen und dann runter. Na, wir haben es jetzt so gemacht. Oh, jetzt haben wir den. Squawks. Hä? Warum hat es nicht getroffen? Hallo, Treff. Danke. Ja, manchmal ein bisschen komisch, ne? Okay, ich hab's gehört. Keine Gegner mehr, dafür aber die Münze. 41. Ich glaube, jeder verlorene Weltlevel braucht wieder 15 Münzen. Also könnten wir fast 3 damit öffnen. Ich würde. Ich tue es auch. Kann ich mir nochmal das Silberfass nochmal wiederholen? Nee, ne? Das ist jetzt nicht nochmal neu gespawnt. Schade. Ich hoffe, das war jetzt nicht das Silberfass, was ich jetzt für Coin bräuchte. Weil sonst muss ich mich jetzt umbringen gehen. Okay, ihr wollt, dass ich dahin gehe? Aber was wäre denn hier? Was wäre denn hier? Hä? Nee, jetzt bin ich verwirrt. Oder soll ich doch jetzt nach da? Nee. Mach doch so einen Scheiß nicht. Ach, da oben ist Coin. Guck mal. Da oben ist er. Oh. Hä? Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Okay, damit hat sich das auch erledigt. Aber hä, warum? Warum geht's nicht mehr zurück? Warte mal, stirb mal. Jetzt bin ich übelst verwirrt. Hä? Gerade ganz kurz hat die Biene mich auch nicht erwischt, aus irgendwelchen Gründen. Hä, warum soll ich denn nach da? Obwohl es rechts auch noch weiter geht und... Boah, nee. Aber wir haben alle Bonuslevel. Okay. Ich meine, wenn wir alle Bonuslevel haben, dann, ne, dann ist ja eigentlich auch egal, was da rechts wäre. Ich meine, es heißt ja nicht umsonst Labyrinth, ne? Okay. Okay. Dann machen wir das jetzt einfach mal so. Und hoffen wir mal, dass wir das jetzt wieder mal auch hinkriegen, jetzt mit Coin. Ich habe jetzt nicht mehr daran gedacht, dass der Papagei das Stahlfass fallen lässt. Oh, warte mal. Kann es sein, dass wir durch den Bonuslevel, haben wir das hier übersprungen, ne? Das war's. Ach so. So. Das wird jetzt spaßig. Das gibt's nicht. Wieso schmeißt er das manchmal so dumm? Nochmal. Warum schmeißt er das dann manchmal so dämlich? Manchmal pfeffert er die Fässer übel.
übelst bis nach Pakistan, Alter. Und manchmal gar nicht. So. Ist halt das Problem, ne? Wir brauchen das halt. Und wir haben auch keine anderen Möglichkeiten. Oh, scheiß auf die Fässer. Ganz ehrlich. Also ich hätte mit vielen gerechnet, aber nicht, dass in den Level mir Coin zu schaffen macht, weil ich den irgendwie nicht erwische. Schnell, beweg dich! Okay, jetzt müssen wir es, glaube ich, mal mitnehmen. Nur für die hier. So, kann ich jetzt was machen? Ich mache mir einfach gleich einen Safe State hin, Alter, dann könnt ihr mal sehen. So, ich muss jetzt wirklich gucken. Wie machen wir das? Mach mal so und mach mal so. Ein Glück. Ach, hier haben wir auch noch ein... Wäre das neu gespawnt? Ich hasse euch alle, ne? Ich hasse euch alle. Okay, sieht richtig aus. Oh, ich hasse euch alle, Alter. Ich habe gedacht, da kommt kein Stahlfass mehr. Na, das weiß ich ja Bescheid fürs nächste Mal durchspielen. Deswegen, ich habe mich total gewundert. Ich so, hey, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das so eine Tortur hier war. Chaos Karamba! Okay. Bossgegner mit ein bisschen Exposition. Bzz, bzz. Kongsfeinde. Ich werde euch sehr stören. Da ist ein Plus drin. Amerikanische Tastatur und so. So, der ist eigentlich relativ okay zu besiegen. Ne? Der macht nicht viel. Und das, was er macht, macht das schlecht. Da ist Sixi, ist ja eigentlich ziemlich gut für den Kampf. Das war es aber noch lange nicht. Denn jetzt, ne? Denn jetzt schießt er auch ab und zu mal. Ah, okay, zack. So. Genau, jetzt schießt er da mit seinem Blödsinn. Wenn der beide so eine Kombination machen würde, ne? Rumfliegen und schießen, dann wäre das viel, viel schwerer hier. Ich glaube, das war's, oder? Nee, doch noch nicht. Er hat doch noch nicht genug. Aber jetzt war's das. Kongs gewonnen. Darf nicht sein. Das nächste Mal gewinnt Chaos. Also einfach mal ein Roboter mit einem Ehrgeizgefühl. So, was macht der Kopf? Geht kaputt und gibt uns den zweiten Schier. Und damit können wir dann nach Funky. Mal gucken, was der denn damit anzufangen weiß, ne? Wobei zwei Schier, ne? Ist ja klar. Und euch wird aufgefallen sein, dass wir hier noch keinen Bananenvogel in diesem Mechanos gefunden haben. Nee, da kommen wir auch noch nicht ran. Denn der Bananenvogel, den kriegen wir erst durch Funky. Ach, durch Funky. Durch die Bärenquest. Bei Funky gehen wir jetzt mal hin. Aurel, du hast tatsächlich jetzt zwei Ski gefunden. Hier steht dem ultimativen Trip nichts mehr im Wege. Beweg dich nicht von der Stelle, Kongs. Gleich ist das Superboot fertig.
Turbo-Ski. Oh Mann, dann was der lange neue Turboantrieb macht dieses Gefährt zu einem Kracher. Drücke einfach den Y-Knopf. Und tschüss, Kongs. Gut, und was das Turbo-Ski kann, Leute, ne, das zeige ich euch dann beim nächsten Mal, denn damit können wir auch wieder ein paar Bananenvögel abgreifen. Gut, ne? Denn haut rein und wir sehen uns. Ciao!